wunderschönen Steinwies-Festhalle beim Andi und seinem Team. Und ich glaube, wir sind ja bis jetzt bestens versorgt worden. Ich glaube, jetzt schicken wir mal einen kräftigen Applaus an den Andi und sein Team hier in der Festhalle von Steinwies. Ein herzliches Dankeschön. Und dann haben wir heute auch noch einen Überraschungsgast da. Dann werden die Schneehühner noch ein bisschen gackern. Und dann kommt er natürlich heute unser... Also, viel Spaß jetzt mit Andi Bock. Servus. Servus. Einen wunderschönen Spätnachmittag wünsche ich euch. Gleich zu Beginn eine Frage, ernst gemeint. Wer hat mich schon einmal gesehen? So, wo denn? Wo denn? Im Fernsehen, nicht im Fernsehen. Im Fernsehen ist alles Lugenbetrug. Falls jemand Schwierigkeiten haben sollte, meinen Dialekt zu verstehen, ich bin ein Wiener, hat er schon gesagt, das ist bei Österreich. Und da spricht man halt ein bisschen anders. Ich habe gerade gehört, es sind Leute, oder eine zumindest, aus Krefeld da. Viele Schweizer sind heute Abend hier. Tipptopp. Der Wolfgang und ich, wir waren letztes Wochenende in Uetendorf. Kennt ihr das? Wir waren in Uetendorf und da sind wir zu Fuß jetzt hierher gekommen. Wolfgang, die glauben nichts. Das wird abgemacht. So, normalerweise fange ich mein Programm mit einem Lied an, da teste ich immer die Laune des Publikums. Aber ihr seid ja schon getestet heute, oder? Ja. Ihr seid schon gut drauf, oder? Ja. Wolfgang, dann lassen wir das erste Lied weg, machen wir gleich das zweite, Angelo Mio. So! Über der Wind und sie macht von mir ein Foto. Traurige Blick, in dem nur die Frage stand. Was soll aus uns werden, wenn dein Akku leer ist? Glaubst du, wir werden uns jemals wiedersehen? Sie hat in mir ein Feuer entzündet, ja, wie ich es vorher liegen kann. Ja, ti amo, Angelo mio, gefangen von der Zärtlichkeit. Erinnert sie zwei im Sommertraum. Ja, Sternklar die Nacht, am Strand ganz allein wir beide. Dann brach es wie ein Sturm über uns herein. Als die Sonne aufging, waren wir verloren. Konnte nur hoffen, die Zeit holt uns nie ein. So. Sie hat in mir ein Feuer entzündet, wie ich es vorher nie kann. Und jetzt mit uns, ti amo, Angelo mio, gefangen von der Zärtlichkeit, erlebten wir zwei den Sommertraum. Heute bin ich grenzenlos einsam, vor Sehnsucht krank und so schwer zu leben. Angelo mio, mein Engel hat mich sie genannt. Sie hat in mir ein Feuer entzündet, wie ich es vorher nie getan. Diablo, Angelo mio, gefangen von der Zärtlichkeit, erlebten wir zwei den Sommertraum.
so weiter. Danke. Da kann man zwar nicht so gut drauf schlafen, aber dann sage ich schon mal Dankeschön. Gehst du jetzt schon ins Bett? Darfst du noch hier bleiben? Wollen wir tauschen? Bleibst du hier und ich gehe ins Bett. Okay. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und Dankeschön. Zeit, dass du mich fotografierst. 1, 2, 3, 4. Yeah.